So, da sind wir wieder bei einem neuen Projekt mit mir, dem Zombie. Und einige meiner ganz alten Zuschauer sollten dieses Projekt an sich noch kennen. Es steht ja auch hier nicht schön breit oder im Titel. Für die Leute, die es noch nicht kennen, wir spielen einen Minecraft-Mod. In einer Welt, die ich mir natürlich schon vorher so leicht, ganz leicht vorbereitet habe mit in Form dieses Tempels. Wir spielen immer noch in der Minecraft... Moment, ich habe was falsch geklickt. Nein, böse Browser. Nein, geh weg. Böser Browser. Danke. So. immer noch in der 1.2.5, wie man links oben sehen sollte. Ob ihr den sieht, habt, ist mir egal. Den könnt ihr in der 1.3 eh nicht mehr verwenden. Da ist, glaube ich, eh schon wieder ein neuer Generator. Ja. Wir spielen den Ether-Mod. Oder Ether-Mod. Aber ich werde Ether-Mod sagen, wahrscheinlich. Wenn es besser klingt. Mit der einer neueren Version, eben für die 1.2.5. Falls nochmal eine neuere rauskommt, werde ich diese natürlich installieren. Aber wichtig, zuhören, liebe Zuschauer. Ich nehme dieses Ganze jetzt hier, wo ich gerade anfange aufzunehmen, im Voraus auf. Im 2 bis 3 Wochen Voraus. Da ich, und ich werde deswegen die Parts auch wahrscheinlich 12 Minuten lang machen, weil es sonst einfach nicht über 2 bis 3 Wochen reichen wird, wenn ich 4 Stunden mal aufnehme am Stück soeben. Ja. Also nicht wundern, wenn ich irgendwas, wenn ihr versucht Tipps zu geben und sowas, dass ich sie ignoriere, weil ich sie nur ignorieren kann, weil ich sie vielleicht lese und so, aber ich kann sie nicht umsetzen, weil das alles schon aufgenommen sein wird. Was macht das Schweinchen denn da? Und was ist das hier? Ja, die alten Zuschauer wissen es, die neuen werden es gleich sehen. Habe ich mir extra hier schön Warnung, Scheibe, nur in Notfällen einschlagen. Es ist ein Notfall. Ich brauche Vorrat. Dann ist hier ein... Warum habe ich Wolle und Zeppelins? Die wollte ich nicht haben. Nee. Die werfe ich einfach raus, die gehören mir nicht. Nicht meins und nicht meins. So. Nochmal hier so. Den Wassereimer nehmen wir. Dann hier schön. Hey, drücken. Zack. Und den Wassereimer sollten wir hier reinsetzen. Und nichts passiert. Warum? Was habe ich falsch gebaut? Moment. Was? Wieso geht das nicht? Es funktioniert nicht. Nein, wir können es nicht spielen. Warum? Wegen dem Glowstone dahinter. Dann seht ihr eben die Redstone-Leitung dahinter. Ja, jetzt geht's. Seht ihr. Darf kein Glowstone dahinter sein? Ist ja doof. Egal, sieht ja immer noch genauso schön aus. Da sieht man halt jetzt ein bisschen Leitung, aber das kann man nicht verhindern. Und hier werde ich später meine Wohnung reinbauen. Schauen wir mal für den Anfang, damit ich so ein kleines Haus am Anfang habe. Den Glowstone, das packe ich einfach mal in die Kiste mit dem Eimer wieder. Oder den Eimer behalte ich, glaube ich, lieber. Und wir werden, also es ist wie ein reguläres Minecraft-Let's Play an sich erstmal. Und alle schon so, jetzt geh doch endlich rein und hör auf zu reden. Ja, wir werden aber auch hier unten ein wenig bauen. Aber erst später. Wir gehen jetzt erstmal nach oben und gucken uns ein bisschen oben um. Was meint ihr mit oben? Ach, das seht ihr gleich. Erstmal schön das Bild blau werden lassen. Und dann ascending into the Ether. Oder Ether. Ich werde Ether sagen. Ist mir scheißegal, ob es falsch ausgesprochen ist. Spricht man schneller aus als Ether. Ach nein. Nee, oder? Das ist ja schön. Ich nehme mir mal ein bisschen Wasser mit. So, wir befinden uns in einem Valkyrentempel. Sollte man normalerweise nicht unbedingt drin spawnen. Die hier, kämpfen noch nicht. Das war so gerade so einer der Bosse, die uns später, viel, viel später erwarten. Müssen wir denn... Oh Gott, Hilfe, ich werde sterben. Nein, warum muss das Portal denn genau hier reinführen? Ach, ist ja dämlich. Und das meine ich übrigens mit den Standbildern, die auftauchen werden. Die lassen sich leider nicht verhindern. Und gehen etwas lange. Damit müssen wir leider leben. Ach, ist das doof. Warum denn genau in so einem Tempel drin? Egal, ich nehme erstmal die Fackeln hier mit. Ja, super. Und das Zeug, was ich bekommen sollte, habe ich auch nicht bekommen. Warum? Das Spiel mobbt mich. Ich bin das erste Mal in den Äther gegangen. Da kriegt man normalerweise Zeug, ein Buch und so. Ach, ist ja doof. Die gehen wir nochmal runter und nochmal hoch. Hallo Schweinchen. Ich glaube jetzt nicht, dass das was ändern wird, aber... Wo ist das Buch? Da!
Das Spiel mobbt mich. Hm. Ist da noch die Killerkiste? Die Kiste ist weg. Ah, Gott, doch nicht. Geh weg, böse Kiste. Oh Gott, das muss so verwirrend für euch sein. Ich würde doch auch gerne erstmal die normale Welt zeigen, anstatt in irgendeinem Tempel drin zu spawnen. Aber ich brauche das fucking Buch und ich habe das fucking Buch nicht so. Am besten einfach von allem fernbleiben und rauslaufen. Oh Gott. Geh bloß weg. Ach, Halleluja. Ist ja super. Ist ja wirklich prima, klasse. Madonna Mia. Alles deine Schuld. Na super. Die Blöcke hier drin kann man nicht kaputt machen. Ist das doof. Moment, ich habe eine Idee. Wir sehen uns, gleich wieder. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Huiuiuiui, so ein Schmarrn. So, da sind wir wieder. Da hinten ist unser Tempel. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen mehr von dem Glowstone, der überschüssig war, abgebaut. Ich hoffe nicht zu viel. Und werde ein zweites Portal setzen. Was eigentlich immer noch nicht das Problem löst, dass ich das Kackbuch nicht habe. Warum habe ich das Buch nicht bekommen? Normalerweise, wenn man den Ether betritt, bekommt man ein Buch. Welches einem... Ich mach mal hier mal das Portal. Das wird schon reichen, hoffe ich doch. Ja, welches einem sehr hilfreich ist, weil es halt immer alles erklärt, welche Items man bekommt, was die bringen und so weiter. Man sieht übrigens hier auch im Inventar, es wird einiges an mehr Ausrüstung und so weiter geben. Aber das wird alles später noch erläutert, genauer und so weiter. So. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Uiui. Reicht es? Ja, das reicht. Das habe ich, komme ich nicht mehr da hoch. Super! Klasse! Tolles Let's Play. Fängt supi an. Wie immer bei mir alles uncut. Mit allen Fails drin. Weil es einfach bei mir nicht anders geht. Ich habe immer Fails. So, Watte rein. Und schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Willst du mich mobben? Schieb mich halt noch aus dem Portal raus. So. Wo landen wir denn jetzt? Wenn wir wieder an derselben Stelle landen, muss ich eine neue Welt anfangen und das nochmal neu machen ohne meinen coolen Tempel. Okay. Ja. Gut. Das war ein leicht komischer Anfang, ne? Auf einer Wolke! Ach, das ist aber eine nette Stelle. Gut. Dann werde ich einfach eine zweite Welt machen, dort einen neuen Ether generieren. Mir das Buch irgendwie her cheaten oder sonst was. Und ihr dürft schon mal hier ein bisschen den Ether anstarren, wie der aussieht, wo wir uns die nächsten 2-3 Wochen auf jeden Fall auf meinem Kanal herumtreiben werden. Schön hier, ne? Das war übrigens dieser Tempel, dieser römische da hinten, wo wir drin waren vorhin. Da wo unser altes Portal war. Und naja. Also hier kann ich. Das ist wirklich. Das sind wirklich gerade die zwei dümmsten Spawnstellen, die es gibt. Übrigens, wenn ich runterfalle, lande ich immer auf meinem Portal oder in der Nähe, aber ich kriege auch meistens Fallschaden und sterbe dabei. Die ersten paar Mal irgendwie, manchmal nicht, manchmal schon. Unterschiedlich. Genau. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich es irgendwie geregelt kriege. Scharf. So. Sind noch mal ein paar Meter weiter weg. Habe too many items benötigt, einfach um irgendwie mir den Spawn richtig zu setzen. Zudem ist eine kleine Änderung in der Version, dass ich nicht eben wusste. Ich kannte nur die alte Version. Wenn ich hier oben auf dieses Fragezeichen klicke, das ist das Book of Lore. Hier kann ich eben alle Items, die ich finde, reinpacken. Water Bucket can use to place a water source. Und so weiter. Auch alle Items aus dem Ether eben kann ich da abfragen. Wie man den Mod installiert, kann ich selber nicht beantworten. Ich habe ihn mir extra von einem Kumpel installieren lassen, weil ich zu faul war, vielleicht. Also kann ich kein Tutorial dazu machen, auf jeden Fall. Jetzt sind wir wirklich im Ether, mal angelangt. Dort oben, da hinten oben ist der Tempel übrigens, wo wir zuletzt waren.
Ich hatte auch gerade nochmal auf der blauen Wolke da einen Spawn. Aber gut, wir wollen ja nicht unbedingt auf blauen Wolken spawnen. Blaue Wolken sind sowas wie Trampoline. Ansonsten geht es im Äther an sich darum, natürlich kann man sich normal aufbauen. Ich glaube, den kann man irgendwie ernten. Ne, da habe ich jetzt keine Beere bekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne das noch nicht. Da habe ich eine Beere bekommen. Was ist diese Blaubeere? Blueberry, Fountainberry Bushes around the Aether Realm. Ach, für Essen. Okay, das ist Nahrung. Das ist Nahrung, das ist gut. Das sammeln wir doch gleich mal. Ja, cool, kommen keine halt. Die Pixelfehler an den Items, zum Beispiel wie hier, das liegt daran, dass ich ein Texture Pack verwende, wie man sehen sollte. Werde ich auch erstmal beibehalten, außer es treten noch gröbere Fehler auf, da es nicht für die neueste Version ist. Das ist natürlich das Fiax PUBD Craft. Extra für den Ether gibt es da Texturen, müsst ihr einfach nur auf der Seite schauen, pdcraft.com oder wie sie heißt. Könnt ihr ganz genau gucken. Und so weiter. So, ansonsten, Ether kann man sagen, hat Ziele. Es gibt auf jeden Fall Bosse, die man bekämpfen kann, von wegen Waffen. Es gibt sehr viele Waffen und Rüstungen und ganz verschiedenes Material. Und einfach mal, um so die Anfänge jedes Minecrafters wieder zu wiederholen, brauchen wir erstmal ein bisschen Holz ab. Das ist aber kein normales Holz, das ist Skyroot. Und dann kriegt man auch Skyroot Planks. Klingt anders, als das normale ist, aber an sich zu verwenden, genauso. Man kriegt auf jeden Fall auch ein Crafting Table und Sticks und sowas raus, wenn man das verwendet. Sieht man ja. Genau. Deswegen werden wir als erstes mal ein bisschen mehr davon abbauen. Und uns dann vielleicht irgendwann später mal ein eigenes Haus hier oben bauen. Allerdings auch unten werden wir ein bisschen bauen zwischendrin. Um einfach ein normales Minecraft-Let's Play mitten reinzuhauen. Aber erstmal würde mich eine Axt interessieren. Habe ich meine Werkbank? Da ist meine Werkbank. Sehr gut. Dich erstmal zu Holz verwandeln. Dann drei Holz da oben. Das ist ein Spitzhack.